Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, bei dem ich sehr gerne mit euch 10 kleine Punkte zu der 0.59 durchgehen würde wollen, bei denen ich mir einfach mal 10 Sachen anschaue, die so nicht in den Patchnotes stehen, so auch nicht wirklich von den Entwicklern preisgegeben wurden, beziehungsweise nicht offiziell bestätigt, und ich sage mal, vielleicht ein paar Infos sind, die ihr so eventuell noch nicht gewusst habt. Ganz wichtig an der Stelle ist zu wissen, dass diese 10 Fakten über die 0.59 Version nicht vergleichbar ist mit dem Video 10 Fakten über die 0.58, also zu der vorherigen Version, denn da bin ich ja ausschließlich auf die technischen Erneuerungen und generell ja diesen neuen großen Features eingegangen. Wie gesagt, in dem Video sind es mehr oder weniger nur kleine Hintergrundinfos. Der erste Punkt, und da wurde ich immer wieder ziemlich oft gefragt, ist tatsächlich der, dass die M4A1 und die AK101 leider derzeit nicht spawnen. Warum genau, weiß ich nicht, ob es ein Bug ist oder ob es wirklich dazu dient, um die FN4 in Anführungszeichen ein bisschen zu pushen, denn die FN4 hat nicht nur den eigenen Spawnplatz am US Helicrush Site, sondern hat auch den der M4A1. Warum die AK101 allerdings nicht spawnt? Wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Somit gibt es derzeit 35 Schusswaffen, gäbe es nach wie vor die M4A1 und die AK101, wären es eben 37 Schusswaffen. Außerdem gibt es 13 verschiedene Munitionstypen, 4 Granattypen, eine Mine und 75 verschiedene Ortschaften, die man auf Chernarus Plus begehen kann. Als Vergleich, die normale Chernarus Map, also von Arma 2, hat nur 46 Ortschaften gehabt. Nach Berechnungen des Central Economy Systems, also wie oft ein Item mit welcher Wahrscheinlichkeit an wie vielen potenziellen Spawnpunkten spawnen darf, ist das Netz das tatsächlich seltenste Item in der DayZ Standalone. Beim Raustappen während der Fahrt, weil euch vielleicht die Fahrt etwas langweilig ist und ihr nebenbei ein bisschen Facebooken wollt, was auch immer, kann es sehr schnell passieren, dass die Koordinaten eures Charakters nicht mehr aktualisiert werden. Das kann zur Folge haben, dass ihr entweder direkt tot seid oder eben zurück teleportiert werdet, an dem ihr in dieses Fahrzeug eingestiegen seid. Wenn ihr dennoch während der Fahrt, weil euch eben langweilig ist, dennoch ein bisschen irgendwie im Internet rumsurfen wollt, was auch immer, gibt es 2 Möglichkeiten, diesen kleinen Fehler mehr oder weniger zu umgehen. Zum einen solltet ihr das Spiel nicht unbedingt im Vollbildmodus spielen, das bedeutet, ihr könnt in-game mit der Alt- und Enter-Taste in den sogenannten Fenstermodus wechseln und von da aus könnt ihr ohne Probleme euren Browser bedienen oder ihr nutzt einfach direkt den Steam-Browser, damit könnt ihr einfach das Steam-Overlay öffnen, der Nachteil natürlich, der Browser ist ziemlich langsam. Alle Zelte, Tonnen, Armoboxen und Protector-Cases, die spawnen nach Nicht-Interaktion nach 45 Tagen, alle Backpacks, ganz wichtig, alle industriellen Backpacks, die spawnen nach ungefähr 45 Stunden und alle Waffen, alle gecrafteten Backpacks und alle restlichen Items, die spawnen nach 30 Minuten. Wenn ein Spieler natürlich mit diesem jeweiligen Item interagiert, wird dieser Timer immer wieder resettet. Ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ihr eure Tonne mit Löchern durchbohrt, um diese als Fireplace-Kit zu nutzen, fällt diese Tonne aus dem Bereich des World-Containers, die spawnt somit nicht mehr nach 45 Tagen, sondern schon nach 30 Minuten. In der aktuellen 0.59 Version misst der Rangefinder nur eine maximale Entfernung von 7 Metern. Schuld daran ist tatsächlich eine Art unsichtbare Wand. Das kennt man vielleicht noch vor dem Hotfix für die 0.59, als es für die Visiere der Waffen teilweise große visuelle Probleme gab, sodass diese Visiere einfach nicht nutzbar waren. Diese mehr oder weniger eben unsichtbare Wand gibt es leider immer noch, allerdings nur in Bezug auf den Rangefinder. Bisschen blöd natürlich für die Sniper unter euch. Ich werde auch immer wieder gefragt, was das denn für ein Overlay oder für eine neue UI ist. Die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Ich würde das allerdings an der Stelle nochmal ganz kurz aufgreifen. Ihr habt bei Steam die Möglichkeit, bei eurem Spiel zu rechtsklicken, auf Eigenschaften zu gehen und dann unter den Startoptionen festlegen, mit dem Befehl -new UI euch dieses neue Overlay oder dieses neue User Interface eben anzulegen. Natürlich gibt es ein paar Vor- und auch ein paar Nachteile und die sind folgende. Die Vorteile sind ganz einfach. Ihr könnt Fahrzeuge ohne Werkzeug reparieren, ihr braucht also keinen Radmutterschlüssel sozusagen, um die Räder auszutauschen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, in dem fahrzeugeigenen und zelteigenen Inventar herumzuscrollen. Das könnt ihr mit der alten UI eben nicht. Und ihr habt, gerade wenn ihr eine sehr leistungsstarke Grafikkarte habt, vor allem eben die GeForce-Grafikkarten, habt ihr eine deutlich bessere Performance und außerdem habt ihr die Möglichkeit, 2 Einzelräder zu einem Doppelrad zusammenzubauen. Der Nachteil, leider ist der Serverbrowser somit noch sehr fehlerhaft, ihr erkennt also nicht, wie viele Spieler derzeit auf dem Server unterwegs sind, außerdem habt ihr in-game keine Statusanzeige eures Charakters, das heißt, ihr wisst in dem Moment nicht ganz genau, wie hungrig, durstig, was auch immer er ist, ihr bekommt nach wie vor zwar die Meldungen unten links, allerdings ist es mit der neuen UI wirklich schwer, sich vor allem nach Beschuss oder wenn man generell Damage bekommen hat, sich wieder direkt hochzupushen, da man keine direkte Healing oder eben Healthy-Anzeige hat.
Außerdem, und das sind so die zwei großen Knackpunkte, wo ihr definitiv darauf achten solltet, ob ihr diese UI direkt nutzen wollt. Zum einen ist es wirklich eine noch sehr unschöne und hakelige Bedienung und außerdem gerade bei ATI-Grafikkarten sorgt diese UI für starke Grafikfehler. Es haben auch schon einige Leute berichtet, dass die nach Umstellung dieser UI das Spiel überhaupt nicht mehr spielen können. Ihr könnt natürlich mit der Implementierung der verschiedenen Radarten sozusagen oder der verschiedenen Räder alle Räder mit dem Reifenreparaturset reparieren. Ausgenommen davon ist leider das Doppelrad. Ihr könnt allerdings, wenn ihr zwei Einzelräder dieses Typs findet, zusammen mit der neuen UI, das geht wirklich nur mit dieser UI, diese zwei Räder zu einem Doppelrad zusammenfügen. Ihr könnt natürlich dann auch mit einer Brechstange diese Doppelräder wieder auseinanderbrechen. Dazu benötigt ihr nicht die neue UI. In der derzeitigen Version spawnen nicht einmal 100 Zombies pro Server. Das hat natürlich einen performance-technischen Grund und der, dass die Entwickler einfach nur testen wollen, wie die Zombies denn derzeit auf den Servern laufen und inwiefern die eben die neu geplante Zombie-KI mit implementieren können. Überwiegend spawnen die Zombies an militärischen Gebieten, außerdem noch vereinzelt, aber eher selten, in der Nähe von kleinen Dörfern. Und somit kommen wir dann auch zu dem letzten Punkt. Es gibt insgesamt 54 potenzielle Helicrush-Sites auf der gesamten Map. Davon dürfen allerdings nur maximal 3 gleichzeitig spawnen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob russisch oder amerikanisch. Das heißt, es können genauso gut 3 amerikanische Helicrush-Sites spawnen oder 3 russische oder eben 2:1, was auch immer. Nach der Interaktion durch einen Spieler, despawnt der Helicrush nach etwa 15 bis 20 Minuten. Natürlich auch abhängig davon, wie nahe dort jedes Mal ein Spieler sich wieder heranbewegt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video 10 kleine Einblicke zur 059 bringen. Wie gesagt, es soll kein Video sein, bei dem ich euch sage, das ist jetzt neu, super und toll in der 059. Dafür gibt es Patch Notes, dafür gibt es Status Reports und ich glaube auch sehr, sehr viele Gameplays mittlerweile auf YouTube. Ich wollte euch damit nur ein paar kleine Hintergrundinfos zeigen und ja, vielleicht kanntet ihr ja schon die ein oder andere Sache und was viel wichtiger ist, vielleicht kennt ihr noch ein paar Sachen. Das könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich sehr gespannt und würde mich natürlich auch über einen Daumen freuen. Ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Infovideo wieder oder bei einem normalen Gameplay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.